Ja, herzlich willkommen zu meinem Online-Marketing-Quickie mit der Nummer 5 heute. Ja, heute geht es um das Thema Vlog erstellen, einen Videoblog erstellen. Das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, das mache ich ja hier auch gerade sozusagen. Ich laufe hier durch den Park und gebe meine Online-Marketing-Quickies. Und wenn du ein bestimmtes Geschäft hast, egal in welcher Branche du jetzt tätig bist, ob das Ernährung ist, ob das Fitness, Lifestyle oder Internet-Marketing, Affiliate-Marketing, lässt sich auf jede Branche übertragen. Du führst einfach zusätzlich zu deinem schriftlichen Blog, den du ja erstellt hast oder regelmäßig pflegst, in schriftlicher Form tust du einfach ein Videotagebuch führen. Was du so tagsüber machst, das können ganz, ganz banale und coole Sachen sein. Wenn du zum Beispiel einen Ausflug machst, irgendwohin, kannst du einfach aus deiner Geschäftswelt, sage ich mal, berichten oder aus deinem Privatleben, was auch immer, was den Nutzern Unterhaltung bietet und was ihnen auch entsprechende Problemlösungen anbietet. Das kann wirklich von A bis Z alles sein. Und das Gute daran ist, du kannst zusätzlich zu deinem schriftlichen Blog das Video, was du aufgenommen hast, bei YouTube hochladen oder Vimeo und bettest das Ganze einfach in deinen Blog ein. Optimalerweise hat dein Video auf YouTube und dein Blog haben dasselbe Keyword als Fokus. Das heißt, du wirst bei Google und bei YouTube noch besser gelistet werden. Und daher empfehle ich dir, wie ich es hier auch gerade heute wieder mache, erstelle ein Vlog. Das liegt voll im Trend. Das machen wirklich ganz viele Marketer, Internetmarketer, alle Lifestyle-Coaches, Entrepreneure. Und ich kann dir daher empfehlen, beginne damit, dein Vlog zu erstellen, zusätzlich zu deinem schriftlichen Blog. Das war mein heutiger Online-Marketing-Quickie. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Wenn dir dieses Video gefallen hat, bitte ich um einen Daumen nach oben und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hau rein, mach's gut. Ciao, ciao.